Hallo! Danke! Moment, wir wollen los! Hä? Okay Leute, willkommen zu einem weiteren Video aus Kroatien. Wir fahren jetzt runter. Ah. Junge, wir machen hier solche Spuren rein. Wir haben immer noch nicht diese Spuren zugeschoben. Uiuiui. So, nachdem ich mich im letzten Video auf die Fresse gelegt habe und in der Kurve hinten weggerutscht bin. Naja, ziemlich genau so. Falls ihr es nicht gesehen habt, schaut es euch gerne an. Das war das letzte Video. Ist heute ein neuer Versuch. Oh, Lars auch schon wieder am Rutschen her. Wir müssen dringend tanken, bevor wir jetzt gleich losfahren, weil ich weiß gar nicht, wie weit ich noch komme. Ich hoffe, die Jungs müssen mich nicht anschieben. Wir können jetzt auch mal kurz gucken, wie leer wir sind. Oh ja, ich sehe schon die Pumpe. Also ich darf echt kein Gas geben jetzt. Schön früh schalten. Hui! Alle im selben Hoodie. Oh mein Gott. Richtiges Team hier am Start. Wild. Gangshit, Gangshit. Ja, was machen wir heute? Heute Sunset Ride. Wir fahren später wieder den Berg hoch und wollen dann den Sunset genießen, uns angucken. Also ich habe irgendwie das ganz schlechte Gefühl, dass wir gleich liegen bleiben werden. Nein, nein. Digga, mein Bike ist leer. Die ist leer. Ist schon rüber, Kipper. Ja, muss ich jetzt. Fahr mal weg hier! Das ist auch so ein Ding bei den XCs. Da ist die Pumpe, die Benzinpumpe, auf der linken Hälfte des Tanks unten. Wenn man so leer war wie ich, dann muss man von der rechten Hälfte den Sprit über die linke machen. Das macht man natürlich nicht mal eben so. Da muss man das Bike immer, ja, sich an eine Position hinlegen, wo das dann wirklich rüberkippen kann. Hallo! Ich würde gerne Wheelie machen für die Mädels. Aber dann ist der Sprit wieder weg. Da, Tankstelle! Woo! Rührt mich gar nichts. Da hört man alles. Woo! Oh, Porsche! Oh, der ist dick, Alter. Ja, Mann, der ist tief. Ja, geil. Okay! Alles klar. Korrekter Typ! Beim letzten Video schon diese Racebikes ohne Kennzeichen hier auf jeden Fall ganz anderes Level. So, nachdem wir getankt haben, können wir jetzt auch endlich losfahren, weil voll der Umstand. Sieht man mal, wie krass das in Deutschland eigentlich ist. Eigentlich überall eine Tankstelle. Hier musst du erstmal deinen ganzen Tank leer fahren, um dann überhaupt tanken zu können. Ah, wieder die gute alte Abkürzung. Bevor das Auto kommt. Ja! Und hier werden überall diese Häuser gebaut, ihr seht das. Der ganze Boden ist voller Sand. Es ist so gefährlich. Boah, das sind solche Feelings, hier so reinzufahren. So geil. Okay, soweit sind wir noch nicht durchgefahren, aber einfach mal gucken, was hinten kommt. Also in Kroatien Enduro fahren muss mega sein. Wow! Soll ich jetzt dein Bike heben oder nicht? Ja, schlau! Was hältst du da? Was? Ja, halt doch, halt doch, halt doch! Ja, okay, komm, wir fahren nach hinten. Also, eine Sache will ich jetzt machen, und zwar mal das Salzwasser probieren. Es schmeckt salzig. Oh!
So leicht ist Lars zu begeistern. Hier, komm Jungs, wir nehmen den Anlieger. Ein raus. Da lang. Ups. Ja. Bitte mach die Scheiße nicht. Das ist ein ausgebildeter Experte, das wissen wir doch. Ja. Okay. Startet die Schrotthaufen. Uiuiuiuiui. Genau hier haben wir uns gemault. Das ist aber auch echt so eine böse Kurve, weil auf einmal dahinter eine Baustelle anfängt und überall Asche ist. Man sieht das nicht. Letztes Mal war es noch ein bisschen dunkler. Und dann auch noch mit Brille fahren. So Jungs, in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video heute mal wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal.